Also, als erstes schaltet man die Vakuumpumpe ein. Dann tut man diesen Golfball, den hier, in das Rohr und ein Pappteller hält man vorne drauf. Dann stellt man Vakuum ein. Dann macht man diesen Kugelhahn wieder zu. Und dann wird es richtig spannend. Jemand haut hinten auf die Luke drauf. Der Ball zischt nach vorne. Bam! So funktioniert die Vakuumballenkammer.